Guten Morgen, meine Lieben. Ich hab doch schon gleich wieder die Schnauze voll. Und ich werde euch auch erzählen, warum. Ich hab doch immer hier, wenn ich hier das Auto hier oben parke, einen Anlegsklotz unten drunter liegen, unter den Rädern. Und ich komme heute früh hin und sehe, der Anlegklotz ist weg. Haben sie mir doch den Anlegklotz gemaust. Ich frage mich, wer braucht solche Anlegklötze, ne? Das ist doch nicht normal. Alter Franz, da fragst du dich echt, was die im Kopf haben. Ne? Wahrscheinlich nicht. Ich meine, was wollen die mit so einem Anlegklotz? Und bei dem Kollegen vor mir, der da stand, bei dem Schnellecker, habe ich jetzt im Vorbeifahren geguckt, dem seiner fehlt auch. Der hat ja auch immer einen drunter liegen. Dem seiner fehlt auch. Fragst dich echt, was wollen die mit dem Zeug, ne? Die nehmen das mit und schauen das irgendwo über den Zaun. Bei uns fliegt ja auch immer genug Gelumpe über den Zaun. Wo oben die Baustelle war auf der Melanchthonstraße, was wir da die Baustellenbegrenzungen bei uns im Garten liegen hatten, diese Balken hier, da, die haben sich sogar die Mühe gemacht schon, haben schon Gullideckel ausgehebelt und haben die bei uns über den Zaun gewuchtet. Ne? Ich meine, unser Zaun ist fast 2 Meter hoch, 1,80 Meter oder so. Und dann musst du dir mal vorstellen, so ein Gullideckel, der wiegt ja auch einiges, ne? Habe ich dann mit dem Vater zusammen den Gullideckel wieder raus und haben dann wieder neu gewuchtet. Ich meine, es ist ja auch eine Unfallgefahr, wenn so ein Gulli offen ist, ne? Kann jemand reinfallen, ein Kind kann drinnen verschwinden. Aber da denken die nicht drüber nach in ihrer Dummheit, ne? Ja, das wollte ich euch nur berichten. Ne? Haben sie mir einen Anlegklotz gemaust? Ich wollte gerade sagen, haben sie mir einen Gullideckel gemaust? Nee, einen Anlegklotz haben sie mir gemaust. Das ist schon unverschämt. Was wollen die mit dem Anlegklotz? Vor allem bei mir und bei dem Kollegen vor mir, ne? Das ist unmöglich, sowas. So, meine Guten. Jetzt wollen wir mal nach Leipzig fahren, abladen. Bei Imperial, dann fahren wir rüber ins Werkladen. Und dann fahren wir nach Regensburg, glaube ich. Und den lassen wir erstmal durch da unten. Da kommt einer gebraust, den lassen wir durch. Einer von der Norma. Oh, guck mal, hier liegen Eisplatten rum. Ne? Seht ihr das hier? Alter, hier hat einer Eisplatte verloren. Erstmal bequem hinsetzen. Haben wir doch die erste Etappe gleich geschafft. Wir bleiben gleich links.
weil wir dann gleich links abbiegen müssen, in den Handelsring. Wir haben es nicht mehr weit, denn wir sind bereit, in den Handelsring zu fahren. Grün haben wir natürlich nicht geschafft. Und du auch nicht. Der hat mich nämlich gerade hier rechts überholt, weil er gedacht hat, er kriegt das Grün noch. Weit gefehlt, hat er nicht bekommen. Aber wir kriegen auch gleich Grün. Jetzt kriegen wir gleich Grün. Da haben wir es doch schön. So, und da wollen wir mal gucken. Wollen wir mal gucken, ob wir was sehen. Oh, guck mal, fast nichts los. Fast nichts los hier. Ganz vorne? Nee. Nee, da können wir uns noch davor stellen, oder? Jo. Können wir uns doch noch davor stellen. Wieder ein Stück zurück. Ich wollte ja bloß gerade kommen. So, Freunde. Gehen wir uns mal anmelden, ne? Was geht denn jetzt hier los? Schneegestöber oder was? Open me the door, please. Danke sagen. Alter, was ist denn hier jetzt los? Schneegestöber. Da freue ich mich ja schon. Da freue ich mich ja schon aufs Runterfahren. So, jetzt fahren wir fix zum Tor 1 und laden. Ich das an hier. Das Schnee krieselt. Das Schnee krieselt. In der 35 müssen wir laden. Sehr gut.
ganz schön rutschig mit Lernauto. Hoffentlich kriege ich jetzt gescheite Last drauf. Ja, ich denke mal so 7-8 Tonnen mindestens. Weniger wäre blöd bei dem Wetter. Hier ist schon wieder Stau am Tor. Vorhin ging es auch ein bisschen schleppend. Zum Glück war der Kranwagen diesmal hinter mir. Nee, vorhin ging es ein bisschen langsam vorwärts, weil wieder ein Haufen Lieferwagen da waren, die kontrolliert werden mussten. Und da sind die sehr gründlich, da gucken die manchmal auch in die Werkzeugkisten rein, also je nachdem, wie sie Lust und Laune haben. Und das dauert dann halt seine Zeit, ne? Weil das Mitbringen zum Beispiel von Alkohol ins Werk verboten ist. Habe ich euch ja schon mal erzählt, da hatte mal einer eine Kiste Bier hinten drin, der musste wieder weg. Den haben sie nicht reingelassen. Wahrscheinlich wollte er sie nicht vorne abgeben. Jedenfalls haben sie ihn nicht reingelassen mit seiner Kiste Bier. Ich habe das bloß gesehen, weil der einen Kofferraum auf hatte und ich stand unmittelbar dahinter. Dann habe ich bloß gesehen, wie der Wachschutz auf die Kiste gezeigt hat. Dann haben sie irgendwas diskutiert. Dann hat der Wachschutz so... Wie stellst du rein? Und da hat er gesagt, nee. Und er hat gesagt, dann dreh um und tschüss. Ja, ja. Da sind sie streng, das finde ich aber auch in Ordnung. So, ich gehe jetzt, ich fahre jetzt noch in die Spedition. Papiere abgeben von vorher Woche. Und die von vorhin. Und... ein paar Sachen erledigen. Alter, das wird glatt heute. Das gefällt mir überhaupt nicht. Wir haben 6,5 Tonnen drauf. Tonnen haben wir bloß drauf. Und davon ist maximal die Hälfte auf der Achse. Maximal die Hälfte. Also hier auf der Antriebsachse. Bei dem Wetter habe ich gerne ein bisschen mehr Last auf der Antriebsachse. Ne? Naja, werden wir sehen, wie sich's entwickelt. Machen wir uns jetzt mal gar nicht heiß. Und ich habe eine Erfahrung gemacht heute. Man sollte das Auto nie nachts mit Reserve haben. Im Winter zumindest nicht. Weil nämlich auf Reserve geht die Standheizung nicht mehr. Ich fahre ja jetzt schon auf Reserve. Und ich habe angezeigt gekriegt, Dieselfüllhöhe zu niedrig, Standheizung wird abgeschaltet. Also sobald der auf Reserve ist, funktioniert die Standheizung nicht mehr. Also wenn man irgendwie dann nachts, dass man nachts irgendwie zum Stehen kommt, schauen, dass er nicht auf Reserve kommt, ne? Sonst schaltet die Standheizung einfach ab und nicht wieder an. Ja, das ist schon richtig. Das ist ja eine gewisse Sicherheit.
Und das passt schon. Finde ich auch voll in Ordnung. Muss man halt Obacht geben. Jetzt habe ich keine Obacht gegeben wegen den Schienen. Ne? Hat es uns geschüttelt. Eine Zugmaschine ohne Auflieger. Moin, Kollege. Musst nicht grüßen. Das war der Mann aus der Werkstatt. Naja, egal. Sein Problem. Soll er doch behalten, sein Gruß. Und fährst denn du mit Warnblinkung? Komisch. Der schafft bestimmt ein Auto in der Werkstatt. Aber wie gesagt, irgendwie haben die das noch nicht richtig überzogen, dass wir mit zu Leipzig gehören, die Herrschaften aus der Werkstatt. So ein Scheißwetter. So ein Scheißwetter. Braucht eigentlich kein Mensch. Der Reifendienst ist schon wieder da. So, mal gucken, wo wir uns hinstellen. Ich würde sagen, hier gleich rein und da können wir auch wieder rückwärts raus. So, Freunde, dann lasst uns mal nach Hermsdorf durchstarten. Glatteis Gefahr, ja, das sehe ich. Brauchst du mir nicht erzählen. So, jetzt habt ihr auch mal die Runde so rumgemacht. Jetzt habt ihr mal die Runde so rumgemacht. Jetzt seht ihr mal, wie es da hinten aussieht. So, meine Guten, jetzt wollen wir uns mal ein bisschen sputen. Es geht doch nichts über einen schönen, leckeren Kaffee. Haben wir ganz schlechte Karten mit unseren 6,5 Tonnen. Ne? Also ab auf die Autobahn.
nach Hermsdorf tanken, dann nach Ringsburg abladen, laden und dann gucken wir mal, wie weit wir es noch hochschaffen. Wie Achtung oder A wie anhalten. Genau, A wie anhalten. Halten Sie hier an, hier ist rot. Zumba, 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 yeah. Freunde, jetzt geht's weiter. Da steht sie, die Marie. Da steht sie, die Marie. Ach, die Kanne habe ich vergessen zurückzustellen. Die Kanne habe ich vergessen zurückzustellen. Muss ich noch schnell machen. Einmal rundherum. Der Kollege hat es schon gemacht. Das finde ich schon nett. Du sollst auch welche kriegen. Ich muss immer nur an dich, an Marie denken. Ja, nö. Ich könnte ja jetzt auch sagen, sie ist ja mein Liebling. Ach so, ich bin nicht dein Liebling. Du hast ja einen Mann. Ja, ich habe einen Mann. Siehst du? Ja. Gute Fahrt wünsche ich. Und wo sind wir? Nach Neutraubling? Nee, Ringsburg. Ringsburg. Immer mal was anderes. Ist mir auch recht so. Sonst wird es langweilig. Ja. Die Linien, das ist... Ah. Da spricht dich halt... Ist jetzt schon... Da, jeder Leitpfosten auf der A9 sagt, hallo Klaus. Tschüss, grüß deinen Mann von mir. Tschüss. Das war die Frau Marx. Ach, die ist auch ganz lustig. Manchmal, oft, meistens. Nicht immer, aber meistens. So, meine Guten. Jetzt geht's nach Ringsburg. Na ja. Ganz schaffen wir es nicht, wie es geplant ist, aber da müssen wir halt durch. Das können wir nicht ändern.
so, meine Guten. Da vorne müssen wir dann links. Die nächste links, also nicht hier, sondern die nächste. Hier müssen wir links. Schon mal von euch verabschieden und sag euch Bescheid, wenn wir hier raus sind aus dem Berg. Tschüss, bis später. Guckt euch mal die Massenbusse an hier. Also dann. Ne, den warten wir noch ab hier. Der kommt zu schnell geflitzt. Hat ganz gut geklappt. Stand einer drinne, der hat nur noch die Papiere geholt. Dann ist vor mir noch einer rein, der vor mir da war. Das ging eigentlich rucki zucki bei dem, das hat keine 20 Minuten gedauert und dann durfte ich rein. Dann haben sie mich schnell abgeladen und geladen. Und das hat gerade mal eine halbe Stunde gedauert, das Abladen und das Laden mit Auf- und Zumachen. Ja, und jetzt haben wir noch schnell eine Pause gemacht, eine halbe Stunde. Und jetzt sind wir wieder unterwegs. Jetzt fahren wir noch bis Windischeschenbach und dann ist Feierabend. Bis nach Hermsdorf schaffen wir es eh nicht, weder mit der Lenkzeit noch mit der Schichtzeit. Dann haben wir dann eh fast 10 Stunden, 9,5 Stunden. Wenn wir in Windischeschenbach sind, haben wir 9,5 Stunden weg. Und da könnte man noch eine halbe Stunde und da, wo kommen wir da hin, schon mal bis Hof hoch. Weiden. Wo könnte ich mich da hinstellen? Nee, Weiden ist ja unterhalb von Windischeschenbach. Nee, bis Hof käme, ja gut, bis Hof käme ich hoch. Da könnte ich mich auf so einen wilden Parkplatz stellen. Aber das müssen wir nicht haben. Da lieber machen wir in Windischeschenbach Feierabend. Morgen um 10 haben wir Entladetermin und dann laden wir gleich wieder für Neufahren. Gleich geschafft mit über 9,5 Stunden Lenkzeit und 14 Stunden über 14 Stunden Schichtzeit, weil es jetzt hier überall gestaut hat. Teilweise war der Schneepflug vor uns, da konnte man nicht vorbei, weil sie zu zweit nebeneinander gefahren sind. Jetzt sind sie alle ein bisschen langsamer gefahren wegen schlechtem Wetter. Hat jetzt hier unterhalb, hat es ja hier runtergehauen wie blöd, ne? So, wir gucken jetzt mal. Also so wie es im Moment aussieht, gehe ich mal davon aus, dass wir uns mit der Nase nach unten stellen. Dass wir dann morgen runterrollen und rumkommen. Mal gucken, wie der Platz aussieht. Wo Platz ist auf dem Platz und wie der Platz aussieht.
Aber ich denke mir, so wie die Ausfahrt hier aussieht, sieht der Platz auch nicht sehr rosig aus. Also würde ich sagen, stellen wir uns ans Mäuerchen rechts und stellen uns mit der Nase runter zu. Weil wir nicht sehr viel Gewicht drauf haben. Wir haben hier bloß ein bisschen Leergut drauf, ne? Und ich weiß noch gar nicht, ich habe noch gar nicht geguckt. Ich denke mal so um die 6 Tonnen, 6, 7 Tonnen werden wir drauf haben. Komfort zu. Also ich denke mal, so wie es aussieht, stellen wir uns mit der Nase runter zu. Da haben wir auf jeden Fall bessere Chancen loszukommen, als wenn wir mit der Nase hoch zustehen. Und ich habe nicht unbedingt Lust, jetzt hier meinen Salzeimer einzusetzen. Ne, der da vorne kennt den Weg auch, wie es ausschaut. Ja, ja, schön vorsichtig machen, ne? Ja, also Nase runter zu. Wenn noch Platz ist, mit Nase runter zu. Ach ja, ist noch Platz mit Nase runter zu. So, fahren wir gleich hier rein. Der steht aber blöd hier vorne. Naja, müssen wir hier gucken. Gleich hier rein, an dem vorbei. So, das hat aber gescheppert jetzt gerade hier. So, und jetzt stellen wir uns nämlich hier ans Mäuerchen, also runter zu. Und dann haben wir nämlich morgen hier ganz gute Karten, würde ich sagen. So, meine Guten, jetzt ist Sense hier, Feierabend. Wie ich vorhin schon gesagt habe, wir haben jetzt 14 Stunden 15 Schichtzeit weg, 9 Stunden 35 Lenkzeit. Das reicht. Da haben wir zwar schön fett Pause morgen. Ich würde sagen, 6:30 machen wir los. Wir müssen um 10 oben sein. Ja, vielleicht machen wir sogar um 6. Ich würde sagen, um 6 machen wir los. Jetzt ist es um 6, dann ist es um 6, dann haben wir 12 Stunden Pause. 10 zwar plus 9, aber schön 12 Stunden Pause. Wenn wir um 6 losmachen, sind wir auf der sicheren Seite. Also, der Plan ist, dass wir dann morgen nach Leipzig fahren, abladen. Dann laden wir dort gleich wieder an derselben Stelle. Und dann fahren wir nach Neufahren und laden am 8. in Neufahren ab. Das ist also übermorgen, 6 Uhr. Können wir mal gucken, wie wir es uns einteilen. Nicht wahr? Neufahren kennt ihr ja. So, also habt ihr erstmal einen groben Plan. So wie ihr mich kennt, wisst ihr ja, dass ich euch das dann morgen noch einmal erzähle. Hier fährt gerade der Schneepfluch. Das ist gut. Streu mal schön, dass dann morgen die Straße frei ist, wenn ich hier hoch will. Ja, meine Guten. Das war's dann für heute. Dann wünsche ich euch eine stau- und knitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Einen schönen Abend, ein gutes Nächtle. Und bis morgen früh um 6. Tschüss.